Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit dem nächsten Spiel in unserer Panthers-Franchise und unser Headcoach hatte eine Namensänderung. Vor- und Nachname hat sich alles geändert. Das ist jetzt Dave Nacales. Ich habe gefunden, wie es geht. Du gehst auf Managed Staff und dann ganz unten auf Added Appearance. Aber das juckt uns heute nicht. Letzte Woche sehr knapp, sehr ärgerlich verloren mit einer gescheiterten Two-Point-Conversion hinten raus. Aber wenn wir uns mal die Standings angucken, da rechts unten in der Mitte, sehen wir, dass alle Teams in unserer Division verloren haben, Woche 1. Deswegen ist das nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Wir spielen jetzt gegen Tampa Bay. Als Division Leader übrigens, möchte ich dazu sagen. Tampa Bay ist 82 overall, wir sind 80 overall, deren Defense ist 1 besser, deren Offense ist 2 besser als bei uns. Ist also alles machbar. Wir haben sowohl einen Breakout Running Back als auch einen Breakout Linebacker. Wir gucken uns erstmal einen Breakout Linebacker an und das ist Tommy Eichenberg direkt. Right outside Linebacker, Buccaneers to less than 250 Yards oder Tommy Eichenberg, eine Interception, ein Force Fumble, ein Tackle for Loss, ein Sack, sollte ja wohl machbar sein. Wir werden es uns aber nicht angucken heute, weil ich versuche, zwei Spiele in diese Folge reinzuhauen. Warum höre ich den Ton hier rüber und nicht über meine Kopfhörer? Also abgesehen davon, dass ich weiß, dass ich die Kopfhörer noch nicht auf habe, aber hier kam gerade Ton raus und da sollte keiner rauskommen. Nächste, was wir haben, ist ein Breakout Running Back. Das können wir vielleicht ein bisschen beeinflussen. Chuba Hubbard könnte ein Upgrade kriegen. Der ist normal, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, 2 Touchdowns oder 100 Rushing und Receiving Yards zusammengerechnet bringen uns das Breakout Game auf Star ein. Staff machen wir erstmal noch nichts mit 18 Punkten. Ansonsten haben wir nicht großartig was zu erledigen. Ich habe im Training jetzt übrigens alles auf Backups eingestellt und auf Halfpads. Halfpads hatte ich vorher schon, aber diese Backup-Raps haben dafür gesorgt, dass Brian Burns zum Beispiel, ich glaube, plus 20, plus 25 oder sowas Fatigue gekriegt hat. Oder minus, was auch immer. Aber auf jeden Fall ist er jetzt erholter. Und das sah sehr danach aus, als würde es daran gelegen haben in Woche 1. Also müsste er jetzt häufiger auf dem Feld sein. Aber jetzt heute sehen wir es nicht so häufig. Ja, mal gucken, was passiert. Wir gehen rein, wir gehen auf Playful Game, obwohl wir dann natürlich nicht das volle Game spielen. Da nochmal als Info. Das hat immer noch nicht geklappt. Was ist denn für eine Frechheit? Aber da nochmal als Info, dass ich nur die Offense spiele, weil ich quasi der Offensive Coordinator bin. Oh, mir fällt gerade auf, das ist ja voll das Revenge Game. Nice. Coordinator Revenge Game. You gotta love it. Damit stellen wir natürlich auch das Playbook um auf Tampa Bay. Auch das ist witzig. Das hatte ich voll vergessen. Das müssen wir danach, oder ich muss danach dran denken, das umzustellen. So, ready. Und jetzt hoffen wir mal, dass es mit dem Ton hier hinhaut. Wenn nicht, muss ich jetzt heute die ganze Zeit ohne Ton spielen. Ich hab mein Handgelenk einfach nur bewegt. Aua. So. Bo Nix, stimmt ja. Bo Nix, voll vergessen. So, Tremble ist halt, weil wir keinen richtigen Fullback haben, I guess. So, wir gehen bei Speed auf Normal und Custom Play Options auf Play All Offense. Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber wir haben ja erstmal nicht den Ball. So, Touchback. 4-Yard Rush, Rashad White. Incomplete, direkt mal ein drittes Down. Come on. Incomplete, let's go. Die ersten beiden Pässe von Bo Nix in seiner Karriere. Alter, 70 abhand. Alright, Dog. An die 4. Punt Return, das heißt, er hat den Fair Catch an der 4 oder was gemacht. Und warum auch? Ach nee, Isian, nicht Dummkopf. Echt Dummkopf. Isian ist ja von dem. So. Trap. Irgendwie sieht es anders aus als sonst. Es war auch irgendein Update bei Madden. Aber, also seitdem habe ich nicht gespielt. Ich spiele sowieso nur, wenn ich aufnehme. Play Action Cross. Das sieht doch schon mal gut aus. Also nehme ich ist er gone? Ah, nee, ist nicht gone. Schade. Aber knapp. 52 Yards mal direkt rausgeballert. Let's go. Adonai Mitchell bisher. Absolut starker Pick. Na ja, gut, 1 Yard, 2 Yards. Er zählt als Rush sogar, weil er nach hinten geworfen war.
Er hat echt nur 6 Rushes gehabt letzte Woche? Okay. Kam mir wie mehr vor. Also den einen langen, da können wir uns natürlich dran erinnern, oder ich zumindest, aber... Irgendwie fühlt sich alles komisch an. Ich weiß immer nicht, ob ich mir das vielleicht einbilde, weil ich weiß, dass ein Update da war. Und ob das Update vielleicht zum Beispiel gar nichts am Gameplay geändert hat. Dann wäre ja bewiesen, dass ich es mir nur einbilde. Aber es wirkt echt sehr anders. Boah, Glück gehabt. Der wurde nicht gut geblockt von Hurst, aber hat funktioniert. So, wir haben Scissors rechts. War das so aufgezeichnet? Das wollte ich eigentlich nicht spielen. Ich hatte gedacht, die sind beide weiter außen. Ah, shit. Ja. Dicken Hit gefressen, aber wenigstens voll noch wegwerfen können. Wieder wer war da durch die Mitte durch und dann irgendwer von außen noch. Ne, okay, das war so aufgezeichnet. Ich hab's mir nur anders vorgestellt. Wir sind zur Not in Field Goal Range, aber... Na, you are! Fuck! Ich bin an irgendeinem Schuh hängen geblieben. Damn it! 3. und 1, okay. Probieren wir das ja in den Boundary. There we go, Keon Coleman. Keon Coleman mit dem Touchdown. Das war nicht mein erster Read, aber die Flat haben sie mir weggenommen beim 3. und 1. Und dann war es am Ende für uns sogar besser. So. 7-0. Oh, Sionivaki haben die, stimmt. Krass. 7-0 nach den ersten 2 Drives. 3. und 4. Come on. 3rd down defense. 4th and inches. 47 könnte man ausspielen. Machen sie nicht. 37 Yard Punt nur. Und sogar noch für 8 Return von Jimmy Robinson. Crazy. Wir probieren mal einen Counter. Ich bin der Meinung, gerade wenn es davon so weit außen kommt, dass es auf keinen Fall funktioniert vom Timing her, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nope. Es ist so schwer, überhaupt hinter die Puller zu kommen. Das ist deswegen nicht so wirklich gut funktioniert. Ich mache da links mal eine normale Innen draus. Die Route sah so funky aus, das will ich nicht. Wisst ihr was? Ich mache mal eine Drag draus, weil es kann sein, dass ich die schnell werfen muss. Jawohl, Catch. Okay, 3. und 1. Devontae David hat sich verletzt. Das ist fatal für die Buccaneers. Wir versuchen mal direkt das auszunutzen und hier in die Mitte reinzulaufen. Das ist eigentlich nur hinterm Double Team her. Das ist komplett das First Down von Chuba Hubbard. Wir haben einfach original nicht mal nur keinen Push nach vorne schaffen können. Komplette O-Line wurde gefühlt einfach nach hinten gepusht. So. Also mein Mitchell auf dem Crosser nicht perfekt geworfen, aber ich habe den nach unten gezogen, weil ich Angst hatte, dass der Corner runterkommt, weg von der Clear-Out-Route. Wir laufen in Inside Zone. Nice. 7 für 32. Nicht ganz die 6 für 103, die er letzte Woche hatte, aber dafür kriegt er schon mal deutlich mehr den Ball, was ihn vermutlich freut. Und mindestens einmal war es halt schon auch knapp dran, ins Haus kommen zu sein. So, 8 für 40 kann man auf jeden Fall machen. Klassischer, knackiger 5-Yard-Average. Und gefühlt wärmt er sich gerade erst auf. Shallow Cross, den hatten wir doch auch im Playbook. Den hatten wir doch auch im Playbook. So. Bisschen spät. Bisschen spät. Nicht wirklich ein Hospital Throw, aber auch nicht weit davon weg. Dass wir Adonai Mitchell in der 3. Runde noch gekriegt haben, ist echt gut. Ne? So. Achso, wir haben übrigens unseren Right Tackle heute wieder. Vielleicht haben wir dadurch ein kleines bisschen bessere Protection. Diesen Hoss, eigentlich Y, aber jetzt hier nicht Hoss Duke, eigentlich ein gutes Play, aber diese ganzen Option Routes, ihr kennt meine Meinung zu Option Routes und Madden, ne? Das macht mir zu viel Angst. So, wir haben, wie es aussieht, Yaya Diaby an der Edge da links, jawohl, der ist schnell, das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Aber wir sind auch schnell. Wenn das mal nicht late hit out of bounds war, aber egal. Sprint out. In den Blitz rein. Könnte. Stiff! Zu lange gedauert die Animation leider. Aber trotzdem, wir sind an der 3. Nehmen wir mit. Und es war wenigstens auch mal eine erfolgreiche Animation. Oh, Read Option. Okay, warte, wie war das jetzt? No, der Read war richtig, aber war nicht gut gesagt. Beziehungsweise es kam da auch ganz nicht raus. Ram an der Goal-Line ist ein bisschen Quatsch. Wir probieren mal das hier, aber... Es ist halt wieder Weyer, aber an sich... Müssen wir nur das haben. Let's go. Da sind wir. ...14-0, guter Start heute. Zwei Drives, zwei Touchdowns. Nehmen wir mit. Wir sind Anfang zweites Viertel und Defense vor allen Dingen auch zwei Drives, zwei Punts. Jetzt ist normalerweise der Moment, wo es in Madden dann anfängt, ein bisschen reinzukicken, gerade bei diesen, nevermind, 4. und 2. Bei diesen Arten, wenn man das nicht anguckt quasi. Und da ist Wright das erste Mal drauf. Vielleicht hat Hubbard jetzt ein bisschen Pause, weil hier sollte eigentlich nicht der Third Down Back drauf sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das war nicht gut gelesen von mir. Beziehungsweise ich habe es richtig gelesen, aber ich bin wieder auf... Aus irgendwelchen Gründen habe ich es einfach wieder versucht zu sprinten. Pin Impulse, interessant, habe ich noch nie gespielt in Madden. Überraschenderweise sind die O-Liner zu langsam. Seht ihr, dass 58 Grad einfach nichts gemacht hat, weil der 3 Schritte hinter mir war? Und diesmal habe ich nicht mal Sprint gedrückt, also es ist einfach... Ich sollte aufhören, interessante Sachen auszuprobieren. Man. Wir haben Coleman und Mingo beide in Press mit Heavy Inside Leverage. Was eigentlich heißen muss, dass ein Cover 2 ist. Was eigentlich heißen muss, dass wir einen Nate Mitchell haben. Ich versuche den da mal reinzuballern, aber... Ne. Oh, no! Ich wollte gerade sagen, aber da kommt der Safety vermutlich ran. Er kam auch ran, aber dann hätte Hurst natürlich absolut den abgeprallten Ball fangen müssen. Whack. Wenigstens kam ein Gunner direkt durch. Fair Catch. 23. Schade. Der Drive war nun gar nichts, aber auch wieder, weil ich beim zweiten und langen was probiert habe. Was Neues vielleicht. Nice. Ich will gerade bei Tackles for Loss, will ich immer wissen, wer es ist. Nicht minus 3. JC Horn. Für 58 Yards kann er schon wieder nicht sein. Aber wir sind an deren 12. Let's go, JC Horn. Sprint out. Sind sie an der richtigen Hash, nice. Ne, der Running Back wurde voll komisch gebumpt gerade und war deswegen 2 Schritte weiter hinten, als er eigentlich sein sollte. Ich glaube, der klassische Tight End Attack könnte jetzt zum Einsatz kommen. Oh man. Bryce Young, 21-0. Fuck yeah. Also höchstwahrscheinlich 21-0. 21-0, let's go. Passing Yards 119 zu 13 ist crazy. Bo Nix hat anscheinend sehr, sehr Startschwierigkeiten. Zumal er ja immer noch seine beiden Star Receiver hat. Glaube ich, oder? Mike Evans hat davon schon was gefangen. 3. und 7, Penalty, 4. und Inches, aber 49. Oh, trotzdem gepuntet, alright. Okay, 2,51. Ich bin ehrlich, Punkten ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk, gerade weil wir den Ball nach der Halbzeit kriegen. Ich versuche einfach... Nein! Oh, wenn er den noch links geblockt hätte. Oder wenn ich einfach noch nicht gesprintet wäre, dann hätte ich noch weiter nach links adjusten können. Schade. Aber ja, mein Hauptaugenmerk jetzt gerade ist auf jeden Fall, versuchen, die Uhr runterlaufen zu lassen. Einmal müssen wir eh noch vom 2-Minute Warning. Ja, egal, neues First. Und Hubbard ist bei einem Touchdown und über 55 Yards. Das heißt, entweder noch ein Touchdown oder nochmal 46 Yards und wir sind da bei seinem Breakout-Game. Defensiv weiß ich noch nicht. Wir wissen ja nicht, ob das Tackle for Loss zum Beispiel von Eichenberg war. Aber die sind halt auch definitiv noch nicht bei 250 Yards übers Spiel. Deswegen... Momentan sieht es bei beiden Breakout-Games ziemlich gut aus. Wir haben neues First. Wir probieren mal ein Screen. Wir haben bisher in der ganzen Franchise, glaube ich, echt wenig Screens gecallt.
on first and 10, Young. That one tipped and it's incomplete. Huh? Good hands there defensively. Die meinen schon. Ach so, weil er wieder in irgendwen reingerannt ist, der Running Back. Ja, okay. Ich wollte schon sagen, ich dachte kurz wieder, wer an der Line hat den getippt. Aber was auch immer. Die denken halt, ich will unbedingt noch punkten. Ich will eigentlich nicht unbedingt punkten. Ich will die Uhr wegnehmen. Super Block, Adonai Mitchell, dritter und kurz. Okay. Ich will eigentlich. Machen wir das gleiche, diesmal mit Chuba Hubbard. Ich will die Uhr ein bisschen mehr runterlaufen lassen. Wenn wir jetzt hier ein neues First Down kriegen, dann können wir in den Score-Modus gehen. Aber wenn nicht, will ich so wenig Zeit wie möglich auf der Uhr lassen. Und ich sag mal, selbst wenn ich jetzt hier die auf eine Minute runterlaufen lassen könnte, würde mir das mit drei Timeouts ja auch immer noch reichen, um mindestens in Field Goal Range zu kommen. Chuba Hubbard über 60. Nice. Ich hätte echt gedacht, unsere Running Offense wird ein bisschen schlechter dadurch, dass wir die Slider da umgestellt haben. Aber bisher hält sich es eigentlich in Grenzen. Warum? Bisher läuft immer noch ganz gut. Aber wieder ein bisschen zu spät. Oh, toll. Das hasse ich. Ich habe nicht mal was gemacht dafür, dass er sich da gelöst hat. Und er löst sich und rennt 2-3 Yards zurück. Und in dem Moment, das war immer noch Teil von der Animation, da konnte ich immer noch nichts machen. Und jetzt habe ich jetzt nicht die ganzen Yards verloren. Voll dumm. Ich könnte mich hier sacken lassen, wäre nicht schlimm. Aber wir haben... What the fuck? Der war eigentlich hat das vorne mit dem Switch-Release richtig gut geklappt und der Spieler war, hier Neil, war komplett out of position und dann ist er aber auf magische Weise richtig an der Hip-Pocket dran geblieben und ich dachte, ah fuck it, ich werf den trotzdem. Und auf einmal fängt Keon Coleman den, der war auch perfekt geworfen, guck mal. Also ich weiß nicht, wieso er den so fängt, aber egal. 24 Sekunden noch, wir sind 28-0 vorne, uff. Das ist eine Klatsche. Gucken, ob die noch was machen jetzt in der ersten, aber ich vermute mal nicht. Pass dropped, oje. Und gesackt noch, Yito Grosmatos. We love it. Und wir kriegen den Ball. Okay, 28-0 heißt natürlich eindeutig Two Clock jetzt, alles andere wäre Quatsch. Und das wird sehr, sehr run-heavy jetzt. Sehr, sehr run-heavy. A little closer out of reach. Also wenn wir jetzt 28-0 zur Halbzeit in Madden wegchoken, mit 9 Minuten Vierteln, dann retire ich, glaube ich, von Madden-Videos machen. Dann retire ich von Football-Videos machen. Oh, oh. vielleicht nochmal ein Screen probieren, obwohl wir können auch Drag Wheel machen. Wenn wir jetzt hier gezeigt werden, ist nicht schlimm. Whatever. Joe Tryon, Shoyinka, flex mal gut. Flex mal gut, Buddy. Scoreboard, Scoreboard. So, Bo, dann zeig mal, was du kannst. Welcher Quarterback irgendwie in den letzten 5-6 Jahren, das ist ein sehr großer Zeitraum, ich weiß, aber irgendein Quarterback hatte auch so ein extrem schlechtes Debüt, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Brian Burns mit dem Sack, there we go. Dritter und 8 mit Field, ich glaube noch nicht Field Goal Range, aber 15 Yard Reception, Mike Evans, who cares. Und Touchdown, Mike Evans. Wisst ihr, was witzig ist? Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich seine Hairline bashe von Mike Evans, weil er halt gefühlt Anti-Geheimratsecken kriegt. Der hat hier so ein Dings in der Mitte, wo keine Haare sind. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn ich sowas sage, dann scoret er bestimmt. Aber alleine, dass ich das gedacht habe, hat schon gereicht. Das ist verrückt.
Oh yes. Tackle gebrochen und nochmal Yards after Catch. 10 von 14, 584, 2 Touchdowns. Nice. Absolute Big Play Offense durch die ersten 2 Wochen. On the set. Oh, schon wieder Chuba Hubbard, ne? Der reißt sich aber auch hier von allem irgendwie los. I love it. Okay, 21 Yards braucht er noch. Kriegen wir noch bestimmt hin. 21 Yards, klar. 18 gerade in der Wiederholung, was war denn die Mission von White noch eigentlich? Okay, wir haben White drauf und wir werden geblitzt. Wir können das mal probieren. In den Blitz rein zu booten ist halt manchmal nicht so smart. Aber oh ja, so zum Beispiel. Oh, natürlich ist es wieder ein Fumble. Quarterback-Fumbles sind scheinbar immer noch ein Ding. Aber, to be fair, manchmal fummeln sie halt auch. Schade, das war ein guter Drive eigentlich. Kate Otten hat echt ein sehr, 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 sehr ungünstiges Bild erwischt. Muss ich mal sagen. Und einer unserer Outside-Corner macht auf jeden Fall großen Müll mit Mike Evans in der zweiten Halbzeit. Lässt sich da sehr little boyen. Touchdown, Rashad White. Ich mache mir immer noch keine Sorgen, wir sind 14 vor. Wir müssen nur eventuell langsam anfangen, wieder ein bisschen hochzufahren. Aber habe ich eigentlich... Oh, whatever. Habe ich eigentlich letzten Drive schon gemacht und das hätte dann fummelt. Mein Gott, passiert. See, wir haben immer noch, wenn wir jetzt in dem Drive ein bisschen was machen, doppelt so viele Yards. Ist alles noch im grünen Bereich. Probieren wir nochmal. Ja, komm, wir probieren nochmal einen Screen. Dritter und 5 ist auch nicht unbedingt so eine Screen down in Distance, dass man das jetzt sagt, dass das ein krasser Tell ist. Wenn das mal nicht ein Pancake war gerade. Chuba Hubbard könnte inzwischen sogar schon über 100 sein mit seinen Receiving Yards, fällt mir ein. Da hat er ja bestimmt auch schon ein paar. Play Action Cross kommt oben drauf. Ich hoffe, wir finden Mitchell, aber vielleicht Mingo. Mitchell. Boah, er war auch nicht so geil geworfen, wie er hätte sein können, aber egal, Mitchell hat ihn gefangen. An Mitchell habe ich bisher, glaube ich, echt nichts auszusetzen. Aber Keon Coleman hat auch beide Spiele Big Catches gehabt. So, also unsere Rookie Receiver scheinen bisher wirklich echt absolute Goldgriffe zu sein. Das war falsch gelesen von mir. Ich habe ganz, ganz woanders hingeguckt. Keine Ahnung warum. Und ich bin auch direkt von Anfang an gesprintet. Mingo mit dem Catch. 13 von 18 für 217 und 2 Touchdowns. Ist nicht der vollste Boxscore, sage ich mal, aber funktioniert auf jeden Fall. Two-Technik. Also, nee. Two-Point-Stance, meine ich. Wow! Wer war das? Tommy Tremble? Nee, Moik. Kann ja ganz nicht im Kopf. Ich, Dummkopf. Aber da, das schieben wir mal noch auf die Verletzung, weil das hier ist auf jeden Fall sehr, sehr amateurhaft, mein Freund. Schieben wir das mal auf die Verletzung, die du hattest. Das Gute ist, wir sind in Fico Range, höchstwahrscheinlich. 49, gehe ich einfach mal von aus. Und jetzt sind es auch schon nicht mehr 49. Das heißt, wir können wieder auf ein Three-Possession-Game hochgehen. Mit unter 4 Minuten noch zu spielen im Spiel. Deswegen hatte ich keinen Stress. Alles wird gut, solange du wild bist. Ja, das war schon wieder zu viel gedacht von wegen, oh, das sieht offen aus, aber bestimmt ist es gleich zu. Ich renne da rein, wo zu ist. Und was war? War einfach zu. So, Will Reichert, dann zeig mal, was du kannst. Zweimal Power Wind, also fast gar nichts. Oh, perfectly time kick. Ah, easy. Zack. 31-14. There we go. Ist ja
perfekt bisher. Habe ich schon einen verhauen? Nee, ne? Nehmen wir. So, mal gucken, was die mit der Zeit machen. Vermutlich wieder ein 75-Yard-Touchdown-Drive in 10 Sekunden. Zweiter und 24. Dritter und 21. Dritter und, Vierter und 15. Ah, Mike Evans. Sie sind einfach schon wieder Mike Evans. Nervig. Aber die Zeit ist wenigstens sehr, sehr, sehr weit unten. Touchdown. Von 0 Yard Touchdown. Das ist auch interessant. Und wir haben den Onside-Kick. Wir haben aber noch 3 Timeouts. Was labert er von Kneel Downs? Was ein Vogel, dieser Kommentator. Ja, da war wieder Van. Fair. White Zone. Da bin ich ja beinahe geneigt. Wir brauchen zweimal den Ball noch. Come on. Fuß auf den Hals. Das ist jetzt meistens die Situation, wo irgendwie beide Linebacker blitzen und einer kommt komplett frei durch oder so. Aber nope. Never mind. Wir gehen nach Hause, Jungs. Wir gehen nach Hause. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wa? So, 31-21. Die 21 Punkte nach der Halbzeit, okay, vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht ist da die Defense eingeknickt, aber was auch immer. Offensiv haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Wir gucken uns mal ganz kurz das Set an. 149er Rating. Bonix mit einem 109, ja okay, 108. Die haben hinten raus sehr, sehr viel gemacht. Ah, genau 100 Yards, witzig. Er hat natürlich noch Receiving Yards. Deswegen meine beiden Boys. Kommen heute beide Touchdowns? Ah, stimmt. Der Booty beim ersten. Right. Chuba Hubbard hat 116 Yards. Das heißt, der hat sein Breakout-Game geschafft. Und defensiv. Oh. Er hat es nicht geschafft. Total. Oh. 6 Yards zu viel. Ah, egal, schade. Wir sehen uns im nächsten Spiel. 9 Tackles ist jetzt nicht so erwähnenswert, würde ich mal einfach sagen. Aber bei der Defense, bei den Performances bisher, müssen sie sich natürlich alles irgendwie raussuchen. So, wir gehen bei Speed auf Normal und wir gehen bei Custom Play Options auf All Offense. Und dann gucken wir mal, was die mit dem ersten Drive jetzt machen mit Mahomes. Mach schon, Leute. Kelly Boy. Tony direkt zweimal hintereinander. Anscheinend ist er jetzt Focus Point in der Offense. Dritter und 1 in Field Goal Range. Lloyd mit einem 6-Yard Rush. Incomplete Pass. Zweiter und 10. Erster und 10. Die Maschine mit 10. Die Maschine relativ easy das Feld runter. Und Kadarius Tony mit einem Touchdown. Oh je, Defense. Wir fangen mal wieder mit dem Crosser von Adonai Mitchell hier an. Deswegen nach unten geführt. Ich wusste, dass dieser dreckige Cornerback den übergibt und sich dann fallen lässt. Aber egal. Complete zu Adonai Mitchell. Nicht so geil wie letztens dieser 50-Yard-Ball. Oh, ich glaube, ich hätte einfach außen rum rennen können. Statt Stiff Arm zu machen. Aber egal. You live and you learn. Wir spielen mal ein Play-Action. Fork. Mach ich das? Ja. Oh, hört doch mal auf. Das, wie diese Running Backs sich immer festrennen, nervt mich so sehr. Dieser ganze Bereich um die O-Line macht einfach nur Struggle. Wir haben Sluggo links. Ich hoffe, dass Mitchell ansonsten zwischen die Safeties geht, aber
Oh, natürlich. Natürlich. R1 gedrückt und alles. Nichts geholfen. Aber wie gesagt, es ist schon. Quarterbacks fummeln ja schon verhältnismäßig häufig. Und Bryce Young ist jetzt auch nicht als der ballsicherste Quarterback bekannt. Aber es ist trotzdem, gerade natürlich in einem Videospiel, auch wenn wir versuchen, das realistisch wie möglich zu machen, ist es trotzdem ist nicht das, was man haben will. Ja, ciao. Der Read war richtig, aber da war gar nichts. Charles Omenihu mit dem Tackle. Das muss auch bitter sein für den in echt, ne? Einfach im Championship-Game Kreuzband reißen und dein Team gewinnt. Das heißt, du bist eigentlich im Super Bowl, aber du bist verletzt. Und halt auch so gerade erst frisch verletzt. Oh, scheiße. Oh, Mann. O-Line gefällt mir gar nicht heute. Ich sag mal dafür, dass die bisher so wenig Sacks hatten und alles, machen die uns gerade ganz schön kaputt. Und wer kommt zur Rettung? An den Mitchell. Aber 4. Inches an meiner 35? Weiß ich nicht. Der Look hat mir so halb gefallen. Ist vielleicht ganz gut, dass das Viertel vorbei war, weil ich mir einfach echt nicht sicher war, ob ich den ausgespielt hatte jetzt oder nicht. Nice. Das finde ich auch immer merkwürdig. Du hast einen 4. und Inches und die haben eine 2 und eine 3. Also er ist einfach wieder niemand in den A-Gaps, so das verstehe ich nicht. Aber egal, der Campbell in mir ist durchgekommen. Da links das Gap sah wieder so groß aus, aber ich weiß, dass der Linebacker nicht geblockt wird, wenn er links ins Gap geht. Deswegen bin ich einfach dann weg. Ah, schade. Ich habe gehofft, dass der sich entweder mitdreht mit Wright oder dass Wright den noch gerade so blocken kann. So, da ist doch auch wieder alles offen. Fuck, der hängt so sehr links drüber und shattet den dann rechts. Das ist gut gemacht vom Linebacker. Vielleicht hätte ich da auch wieder nicht sprinten. Ah doch, da in dem Moment muss ich sprinten. Sehr Lücke. Oh, Jungs. Wir haben Probleme. Wir haben dicke Probleme, wir haben O-Line-Probleme. Bisher gar nicht die Saison, wa? Ja, okay, in der ersten Woche hatten wir ein paar Verletzungen so, aber. Blitz. Oh, ja. Nein! Nein! Mingo! Du hast Wright seinen Touchdown gekostet. Das war in den Blitz reingelaufen und dass der dann da so außen noch lang konnte, war halt pure Athletik einfach nur. Und dann Mingo hat gedacht, oh, der Lauf ist sowieso zur anderen Seite. Und hat mich geblockt. Das Schwein. Der ist jetzt wieder zu schnell, ne? Okay. Wollen wir mal nicht übertreiben jetzt. Das war dieses Play, was man vor ein paar Jahren in Madden, oder letztes Jahr, weiß ich es gar nicht, was alle gemacht haben, wo du einfach, wenn du jemanden eigentlich gar nicht richtig tackeln konntest, spammst du einfach oder drückst Viereck und springst ihm irgendwo in den Weg und der fällt dann über einen drüber. Das war genau das gerade. Der ist Superman einfach in die Knöchel gedived hier. Oh man, schon wieder. 2 Spiele, 3 Touchdowns. Hat er am ersten Ball gehabt? Weiß ich nicht. Also jetzt brauchen wir einen Stop-Defense. Wir brauchen einen Stop. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Edge haben wir nicht besten Depth. Da muss ich eventuell sogar überlegen, dann Frankie Louvuda permanent hinzustellen, aber das will ich eigentlich nicht. Dann will ich da eigentlich nur eine Pass-Rush-Situation haben.
Oh je. Vierter und drei, let's go. Tackle for loss. Dritter und short. Tackle for loss. Das haben wir gebraucht. Das ist so dumm, weil in dem Moment, wo ich im Kontakt festhänge, ist dann immer irgendwo die übelste Lücke auf und dann denke ich so, oh, ich bin so ein Trottel. Aber in dem Moment, wo ich da lang renne, ist sie noch nicht auf. Ja, ich habe mich viel zu spät entschieden und den kurzen Gain wollte ich dann eigentlich auch nicht mehr, aber den hätte ich einfach wegwerfen sollen. Weil im dümmsten Fall wird der noch gepickt oder so, also das war schon... Ich hätte den vorher nehmen sollen, dann wäre es vielleicht sogar so 4, 5 Yards gewesen. Wollte ich nicht. Komm, nice catch. Very nice catch. 7 von 8, 89 und ein Touchdown. Und wir sind trotzdem so sehr hinten drin. Obwohl jetzt inzwischen geht es endlich. 2-Minute Warning. Slip Screen. Oh, aber das Hursting sieht so gut aus, aber den darf ich nicht werfen, oder? Wenn ich O-Liner wäre, wäre ich so sauer auf das Spiel. Wir lassen O-Liner einfach so schlecht aussehen. Du weißt gar nicht, dass der Ball kommt, Mann. Rücken zum QB und auf einmal dreht er sich. Oh, ich hab das Gefühl, der Ball kommt. Aber hat er funktioniert, halbwegs zumindest. Mesh Flat Spot. What the fuck? Habe ich noch nie gespielt, aber probieren wir es einfach mal. Ja, schade. Der war offen. Aber das ist Karma dafür, dass Mingo vorhin nicht geblockt hat. Dafür darf er jetzt den Touchdown nicht haben. Weil er Wright seinen Touchdown geklaut hat. So, timingmäßig sind wir ganz gut dran. Ich hätte jetzt halt gerne eine Completion. Dankeschön. Und neues First Down. Okay, cool. Jetzt können wir sogar wirklich über einen Touchdown nachdenken. Aber die kriegen jetzt auf jeden Fall den Ball nicht mehr. Es sei denn, wir haben jetzt einen Turnover. Ich bin einfach super frech und screen direkt nochmal aber in die andere Richtung. Mach ein Cantina-Band. Spiel den gleichen Song nochmal, den gleichen Song nochmal! So läuft, habe ich im Blick. Und drei Timeouts brauchen wir aber noch nicht. Ich call den Screen, aber ich will eigentlich nur die Formation haben und jetzt hier rauslaufen. No, als ob die beide auf dem drauf bleiben. What the fuck? Das kann ja nun wirklich nicht sein. Egal, wir nehmen es weg. Crazy. Ich einfach die äußere Slant geworfen, da war niemand. Und das kann auch, obwohl das ist Madden. Der reagiert vermutlich nicht in dem Moment, in dem der Ball rauskommt, sondern in dem Moment, in dem ich auf den Knopf drücke. Und deswegen bleibt er da. Und wenn ich die Slant geworfen hätte, dann hätte er das logischerweise nicht gemacht. Aber wenn wir so tun, als wäre es realistisch, war das gerade ein Coverage-Bust und die sind beide in der Flat geblieben. Whatever, wir kriegen den Ball in der zweiten Halbzeit. Kleiner Tibbity Touchdown jetzt, wir gehen in Führung. Neues First. Terrace Marshall. Okay, jetzt hätte ich gerne eigentlich mal ein bisschen was Shotplay-mäßiges. There we go. Ja, besser. Ja, okay. Lauft ihm auf jeden Fall so. Ja.
Gut gecarried. Habe ich unterschätzt. Ich hasse diese defensive Kacke, was sie da rechts schon wieder machen. Einfach der Corner Press und dahinter gefühlt einer, der auch noch man aligned ist. Check nicht, was sie von mir wollen. Die wissen selber nicht, was sie da. Das habe ich noch nie gesehen im Football, diese Aufstellung. Die gibt's nicht. Tight Bunch. Wenn der linke Safety auf den Common Crosser beißt, haben wir eventuell sogar Mingo, aber dauert. Oh, moin, wir haben Mingo da. Ha, nice, was ein Catch. Das war gefühlt direkt Kontakt von drei Seiten, kurz nach dem Catch, aber festgehalten. Das könnte der nächste Common Touchdown sein. Ist es aber nicht. Stattdessen ist es der Hurst Touchdown. Und wir sind in Führung. Let's go. Utah Drive. Bryce Young spielt nice. Bryce Young spielt nice bisher. Come on, Defense. Oh, stimmt, den gibt's ja auch noch. Come on, Defense. Also, die laufen nicht so viel, aber wir hatten halt auch schon zwei, drei Tackles verloren, aber unsere Russian Defense scheint auch echt nicht so geil zu sein heute. Dritter und drei. Fuck. Auf Kommando. Auf Kommando. Ach je. Bend but don't break vielleicht? Bend but don't break vielleicht? In der Red Zone. Dritter und vier. Na, we broke. 7 Yard Patrick Mahomes Rushing Touchdown. Uff. Ah. Wow, okay. Schön ins Knie gesprungen beim Sliden. Soll das da rechts in der Route ein Stutter sein oder ist das einfach, ist das so? Oh, fuck off. Aber wenigstens kann ich mir jetzt die Route nochmal angucken. Drecks Pass Rush wirklich, beziehungsweise Drecks O-Line. Ne, ist kein Stutter, ist einfach eine Go. Screen. Wir laufen relativ wenig. Also in dem Spiel. Neues First. Nice. Nicht perfekt funktioniert, weder vom Blocken noch vom fast umgehauen werden durch den Rush in der Mitte. Aber egal. Wir spielen Play Drag Wheel nochmal. Irgendwie finde ich merkwürdig, dass Hubbard nach links geht. Meiner Meinung nach müsste der nach rechts. Diesmal nehmen wir es einfach direkt. Mingo, neues First. Und pünktlich zum vierten Viertel. Mache ich die Kamera nochmal. Und wir bringen nochmal ein Shotplay mit Adonai Mitchell. Letztes Play im dritten Viertel höchstwahrscheinlich. Obwohl, wenn es incomplete ist, dann nicht. Aber, hm. Oh, das war merkwürdig. Shit. Der hat einen 5 zu 17. Was ist denn das für ein Stand? Der hat einen sehr, sehr komischen Outside-Release genommen. Einen sehr weiten Outside-Release. Was bei einer Crossing-Route halt nicht geil ist. Oh, shit, falscher Hash, my bad. Hätten wieder einen Mitchell-Touchdown gehabt, aber O-Line ist halt echt nicht da. Ich fand das, also das war nicht mal so wirklich lange, wie ich gerade den Ball gehalten habe. Das war nicht mal wirklich lange. Ey, schlag doch nicht 17 Mal das gleiche Play vor, ich hasse es so. The Panthers on third down. They've converted four times out of six. Not bad. This is third and 17. Young.
Nice. Keon Coleman. Vierter Touchdown heute im zweiten Spiel. Meine beiden Rookie-Receiver haben das Team so krass transformiert. Das ist crazy. Ich kann mich ans erste Spiel nicht mehr so krass erinnern, aber ich bin der Meinung, Andre Mitchell war gut und Keon Coleman hatte auch mindestens einen krassen Catch. Also, ich habe das Gefühl, die haben in allen drei Spielen bisher wirklich einen Unterschied gemacht und unsere Offense echt derbe getragen. Auf einmal gibt's Kelce wieder, wa? Die Drives sind immer so komplett durchstrukturiert. Das sind entweder Drives, wo nur gelaufen wird, oder dann sind es Drives, wo auf einmal nur gepasst wird. 1 und 25. 2020. Also 21 halt. Sack. Derrick Brown, let's go. Dritter und 27. Vierter und 23. Warte mal. Ah doch. Ja, nice. Unentschieden. Und wir haben den Ball. Wir sind am Zug. APO Read Bubble nehmen wir. Gott, wie soll ich das denn lesen? Ich glaube, der ist nicht reingekommen, oder? Das ist der dritte Rush von Hubbard erst. Wow. Ich habe das ja vorhin gesagt, von wegen, oh, wir laufen heute relativ wenig, aber so wenig habe ich auch nicht gedacht. Oh, ist das Man? Muss ja. Ach, Kinnas. Hat der Mitchell hat nämlich gesehen, was Keon Coleman gemacht hat und hat sich gedacht, fuck, hätte ich doch auch an. Aber ich mache einen Jack-Touchdown. Oh, extra Point Mist. No! Mein gedrafteter Kicker. Oh, in so einem Spiel. Aber Sack. Derrick Browns zweiter Sack. Dritter und 13. Come on, Jungs. Fuck. Kenlaw. Ah, fuck. Aber die Zeit sieht gut aus für uns, selbst wenn die einen Touchdown machen. Oh, 4. und 6. Derrick Brown verletzt. No! Interception! So. Jetzt in Field Goal Range wäre natürlich sehr, sehr sexy. Shit. Ich habe immer das Gefühl, an sich am Ende, es ist auch wieder so ein Timing. Nee, warte, bis es eigentlich kurz. Eigentlich muss ich ins Bett, aber was auch immer. Guck mal. Hier am Ende, na, obwohl, der, wenn Adam Mitchell seinen Block nicht verliert, sieht es am Ende so aus, als ob das linke B-Gap so halt anders frei ist, ne? Aber es ist eine Timing-Sache. Wenn ich jetzt hier lang rennen würde, dann würde der Linebacker mit der 50 da, ist Willie Gay, wa? Würde mich tackeln und der Left Guard würde nicht dahin kommen. Der kommt nur dahin, weil ich hier hinlaufe, Richtung A-Gap. Aber da kommt dann halt Hurst nicht schnell genug auf seinen Linebacker und deswegen werde ich getackelt. Das ist. Damned if you do, damned if you don't. Nee, damned if you don't, damned if you do, oder? Was auch immer. Sowas auf jeden Fall. Und wir sind in FIFA Range. Alter, Bryce Young, 381 Yards, 4 Touchdowns. Ja, stimmt, die beiden Big Plays auf die Receiver, wa? Aber, crazy. R1. Nice. 8 zu 17 ist immer noch ein crazy Stand. Aber gut für uns, wenn die Saints verlieren. Falcons habe ich noch nicht gesehen. Ja, Falcons und Tampa spielen anscheinend unentschieden. Ne? Weil ich hätte gerade fast gesnappt vorm 2-Minute-Warning, weil ich unten. Oh mein Gott. Ich war damit beschäftigt, unten die Ergebnisse zu gucken und dann wollte ich gerade snappen, guck hoch und sie, die Uhr läuft, wir sind kurz vorm 2-Minute-Warning. Das wäre richtig dumm gewesen. Das wäre richtig, richtig, richtig dumm gewesen. Dritter und 2. Oh, Coleman, Crack. Nope. Coleman ist einfach mit auf den End gegangen, so. Aber naja. Timeout. So here we go. Maybe the biggest kick of the game forthcoming. This to perhaps salt this one away.
Stell dir mal vor, der wäre jetzt geblockt gewesen. So hat er wenigstens seinen Fehler von innen wieder gut gemacht. Das ist ein Two-Possession Game. Aber der hat eine Blockanimation gekriegt, wa? Vom Timing her zumindest. So, wir sind 9 Punkte vor. Die haben noch ein Timeout und 1,50. Das heißt, sie sind so oder so schon auf einen Onside-Kick angewiesen. Egal, was in dem Drive passiert. Und die sind jetzt schon bei unter einer Minute. Das schreit doch nach einem 2-1-Saisonstart, oder nicht? Und schreit das nach einem perfekten Bryce Young Passer-Rating? Vielleicht. Und Derrick Brown, Schluck auf, ist wieder auf dem Feld. Let's go. Unter 20, unter 10 Sekunden sogar schon. Die sind halt auch an der 5. Ah, da ist der Touchdown mit noch 5 Sekunden auf der Uhr. Extra Point ist good. Und der Onside-Kick war nicht erfolgreich, nehme ich an. Oder hat die Zeit auf jeden Fall runtergenommen. Player-Stats. Oh, fast 0,4 off. Damn, Bro. Coleman fast 100. Guck mal, Coleman 3 für 98, Adnan Mitchell 3 für 99. Die hätten bestimmt eine richtig witzige Rivalität in echt. Gerade nach so einem Spiel. Obwohl, Coleman, hat Coleman 2 Touchdowns gehabt? Dann hätte der vielleicht da wieder die... Egal, was auch immer. Sehr, sehr spannendes Spiel. Das erste war nicht so spannend, weil wir sehr dominiert haben, die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ein bisschen eingeknickt, aber da ist trotzdem meiner Meinung nach nicht groß Spannung aufgekommen. Zweites Spiel dafür umso spannender. Hoffe sehr, sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neu seid. Nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.